Hey, wollte schon sagen, was ist denn jetzt hier los? Hallo. Ausgezeichnet! Die Wächter sind hier! Zeit, diese Kreatur zu binden! Was kann ich tun? Berührt den Altar! Alreds Kraft fließt in die Wächter. Er sollte gebunden sein, oder er könnte explodieren. Seid in jedem Fall auf alles vorbereitet. Natürlich, wie immer. Entweder funktioniert's oder er ist einfach boom. Na toll. Also das ist passiert. Ich erinnere mich an viele sterbende Magier. Und da war auch irgendwas mit einem Schildzauber. Die Kräfte verließen mich, als ich ihn aufrechterhielt. Dann war da ein helles Licht. Danach ist alles verschwommen. Balrids Macht wurde in zwei magisch hergestellte Wächter eingeschlossen. Ja, im Hier und Jetzt müssen die Wächter zerbrochen oder zerstört worden sein. Dann ist es einfach. Repariert die Wächter und sie werden Balrids Macht wieder an sich ziehen. Danach könnt ihr Balrid binden oder töten. Das macht irgendwo Sinn. Schnell, es ist wahr. Ich habe hier gekauert, aber ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ihr überlebt. Habt ihr herausgefunden, wie man Balrid binden kann? Jupp, bin bereit. Was nun? Aschberg. Geht Richtung Norden zum Berghang. Garön Indoril hat dort Truppen hingeschickt, um Balrid zu erledigen. Sie müssten noch dort sein, falls Balrid sie nicht alle getötet hat. Ich möchte das nicht herausfinden. Ich werde Garön finden und ihm erzählen, was ich erfahren habe. Aber vorher müssen wir noch Thorsten helfen. Nee, okay. Ich muss ihn finden. Thorsten Balstrom. Ich muss. Ich weiß, es mag seltsam erscheinen, dass ich an diesem dunklen Ort bin. Doch der Schmerz, ihn verloren zu haben, war unerträglich. Ich darf ihn nicht noch einmal verlieren. Wen habt ihr denn verloren? Mein lieber, süßer Ehernen. Ich bin nur eine Händlerin aus dem Aschland. Er stammte aus einem Adelshaus, aber das war ihm egal. Wir liebten uns heimlich, aber er war bereit, seinen Status für mich aufs Spiel zu setzen. Wir wollten heiraten. Und warum seid ihr dann hier? Er ist gestorben. Es geschah ganz plötzlich. Ich durfte noch nicht einmal zu seiner Beerdigung, aber ich weiß, im Tode werden wir wieder beisammen sein. Ich kann sein Grabmal nicht finden. Ich möchte nur noch ein einziges Mal mit ihm sprechen. Werdet ihr mir helfen, ihn zu finden? Ich werde euch helfen, eure verlorene Liebe zu finden. Azura segne euch. Ich sprach mit einer Weissagerin. Sie erzählte mir, ich müsste die Grabkappen nahe des Grabmals sammeln. Ich würde ja welche sammeln, aber die Hüter würden mich aufhalten. Ich bin überhaupt nur wegen Eanen hier. Okay, wartet hier, ich werde bald zurück sein. Jojojojo. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch irgendwo... noch irgendwo vielleicht eine Himmelsscherbe lauern könnte, aber... Ach so, na gut. Wo ich jetzt überhaupt hinrenne, weiß wieder auch keiner, ne? So ein Scheiß. Ach, er muss da 5 Stück sammeln. Wieso hatte ich gerade nur 3 im Kopf? Keine Ahnung. Boot,
Ritter des dunkelsten Reichs des Vergessens, kommt hervor! Der Schleier ist durchstochen. Kommt durch das Tor, ich ersuche euch. Aha. Gott, halt die Klappe. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich bin hier nicht gerne allein. Hier sind die Grabkappen, die ihr benötigt. Ihr seid ein bisschen wie Eanen. Er war immer sanft und freundlich zu mir. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ich durchsuche die Grabmäler im Südosten. Würdet ihr im Westen suchen? Jo. Hi. Gewöhnlicher Abschaum. Ihr wagt es, meinen Schlummer zu stören? Bala sucht verzweifelt nach euch. Bala? Bala, ach ja, die Aschländerin. Ihr erinnert euch sicher an sie, nicht wahr? Meine Darbietung muss recht überzeugend gewesen sein. Darbietung? Es ist keine echte Herausforderung, mit den Gefühlen von Bediensteten zu spielen. Ich wollte jemandes Träume zerschlagen. Ich überzeugte sie davon, dass ich unsterblich in sie verliebt war und meine Frau verlassen würde. Sehr schade, das alles. Wieso schade? Dass ich gestorben bin. Bitte erzählt ihr, dass ihr mich gefunden habt. Sagt ihr, dass mein Herz noch immer ihr gehört. Godina und ich werden unsere helle Freude haben, wenn ihr das Herz zerspringt. Ich sag mal so, ich bin kein Freund von Arschlöchern, von daher wird eiskalt erstmal die Wahrheit gesagt. Das sehe ich hier gar nicht ein. So derartige Lügen zu verbreiten. Deva, Ausgeburt von Padomaüs schwarzem Blut. Beantwortet den Ruf eures Dieners. Kommt hervor und wandelt auf Nirn. Was auch immer. Habt ihr ihn gefunden? Yep. Wo ist er? Was hat er gesagt? Ich zittere. Ich vermisse ihn so sehr. Sagen wir ihm, dass er nicht hier war, oder? Ja, komm. Jan lag nicht an euch. Eure Beziehung war nur ein Spiel für ihn. Nein, ich kann es kaum glauben. Ihr müsst das falsche Grab gefunden haben. Ihr müsst es akzeptieren. Er und seine Frau haben über euch gelacht. Nein, das kann ich nicht glauben. Das werde ich nicht. Warum? Mein Ehren hätte so etwas nicht getan. Nein. Tja, ja. Wahrheit ist manchmal schmerzhaft, aber muss sein. Meine lieben Freunde, das muss leider sein. Holen wir uns erstmal den Wegschrein. So. Sprechen wir mal mit Garen Indoril. Hallo. Oh, oh, oh. Was sehe ich da unter der Brücke? Was sehe ich da unter der Brücke? Seid gegrüßt. Ich habe das Gefühl, dass ich der Einzige bin. Durchschnittlich, dann schauen wir doch mal.
Yay. Ein Froststab, ernsthaft. Ah, egal, Errungenschaft gekriegt, ist ja auch nicht schlecht. Hallo. Kann ich nicht herstellen? Ne, kann ich nicht, schade. Das Donnern des Berges hat uns alle beunruhigt. Balred ist irgendwo da oben. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten. Ich habe mit einem Magier aus der Vergangenheit gesprochen und erfahren, wie man Balred bindet. Ausgezeichnet! Meine Freundin, ihr seid ein wahrer Schatz und ein echter Segen für den Pakt. Ich spüre hier die Hand der Drei am Werk. Mhm. Jetzt kommen die Dinge ins Rollen. Bei Vivek, Balred wird wieder gebunden. Ich weiß, was zu tun ist. Die Magier aus der Vergangenheit hielten Balred mit Wächter-Atronachen im Zaum. Die Atronachen? Nun, das ist schlecht. Ich habe sie mit Vaters Zauberspruch vertrieben. Wir waren sicher, wir könnten die Kreatur kontrollieren. Verdammt! Ich schätze, wir werden sie irgendwie erneut beschwören müssen. Und wie machen wir das, wenn ihr sie schon vertrieben habt? Sie warten jahrhundertelang über Aschberg. Wir müssen nur wieder ihre Aufmerksamkeit erlangen. Tötet Daedra, schneidet ihnen die Herzen heraus und verbrennt sie auf den Altären der Ruinen. Das sollte sie hervorlocken. Schreitet in Asche, erwartet euch an der Spitze. Viel Glück. Okay, dann werde ich mal anfangen. Wir werden die Stellung hier halten und sicher gehen, dass die Aschlande sicher sind. Ganz Steinfälle verlässt sich auf euch, meine Freundin. Ja, ganz ruhig. Ne? Chill. Inventar ist voll. Jawohl, Junge. Geil. Echt ein bisschen Le Kack wegen den, ne? Wegen den Schatzkarten, die ich Depp natürlich erstmal ordentlich hier, ne, rausgeholt habe. Okay. Schließen wir mal die Höhlen. Bam. D3 Herzen. What? Hierher kommen. Und kaputt machen, komm. Bam, la 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 na 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 na. Mann, Mann, da fliegt man hier auf die Fresse.
Rang 16 bei weitem nicht erlernt. Sagen wir mal so, was kann ich denn mittlerweile da so alles verbessern? Nix. Hebelwind könnte ich halt noch machen, aber ich glaube, ich investiere bald mal ein bisschen in die Rüstung. Schau mal, kann ich in die Gilde wieder mal. Ne, Gilde kann ich momentan noch nichts. Unerschrockenen. Nö. Volk. Erfahrungsgewinn. Aha. Das habe ich ja schon erhöht. Bam, 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 bam. Muss da aus nach einem Erzschachde. Komm, eins brauchen wir noch. Und weg. Nur mal schauen, in der Beta hat das nämlich jetzt hier nicht funktioniert. Das ist auch erstmal, ich das dann sehe. Ein Glück. Natürlich wahrscheinlich gegen den Klappenautomaten sehr effektiv. Wie es mir gefällt. Aha. Nur am Händler von Wert. Okay. Ich kann aber bestimmt noch irgendwas nehmen, ne? Jo. Ach, ernsthaft. Da muss ich da hinten noch hin, alles klar. Da reiten wir eben hin. Mich doch mal hier. Ey, das gibt's doch nicht. Hep. Ihr wagt es, mich zu beschwören. Ihr wagt es. Ha, 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 ha. Ich werde euch fürs Erste dienen. Fürs Erste? Du wirst. Ich werde dich knechten, du Sau. Ich werde dich knechten, du aber. Aber richtig hart. Hotte Hü, Hotte Hü, Hotte Hü. Oh, Hallöchen.
gegrüßt. Wie seid ihr durch die Dädra gekommen? Uns fällt es schon verdammt schwer, die Flut auch nur zurückzuhalten. Naja, Feldwebel Jagir hat mich geschickt. Ich habe die Eingänge zu den Skampenhöhlen zum Einschutz gebracht. Ihr habt also Feldwebel Jagir geholfen und das ganz allein? Das ist die beste Nachricht, die ich heute gehört habe. Falls wir den Tag überleben, gebe ich euch einen aus. Alles klar. Inventar ist voll, dein Ernst. Also irgendwann, ne? Wie seid ihr durch die Nähe? Ihr habt also Feldwebel Jagir geholfen. Ja, hab ihm geholfen. Bin ich denn stolz auf mich? So. Sprecht mit Schreitet in Asche. Jo. Der Wind hat euch mit unverbrannten Schuppen hierher getragen. Was machen wir jetzt? Naja, ich habe die Wächter Atronarchen besiegt. Ich sollte sie nun zu uns rufen können. Kalter Regen auf meinen Schuppen. Wir werden die Ketten neu schmieden, die Garin und sein Vater gesprengt haben. Der Bruder des Zwists wird wieder zur Ruhe gebettet werden. Jo. Dies ist Magie, die ich fern von den Wassern meiner Heimat nicht verstehe. Ihr seid mutig, am Flussufer zu wandeln. Wir sollten bereit sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Eine weise Frage. Ja, ich habe euch einen Fokus gebracht. Ein Totem, das euch bei der anstehenden Prüfung helfen sollte. Es ist ein Sturmtotem, das reines Wasser auf seine brennende Haut herabschicken wird. Und was soll das bringen? Balred ist wie eine gnadenlose Maschine, die Feuer und Tod bringt. Ihr werdet etwas brauchen, um ihn zu verlangsamen. Setzt das Totem ein und verlangsamt ihn. Dann sollte eure Aufgabe wesentlich leichter sein. Aha. Doch zuerst müsst ihr die Wächter beschwören, wie ihr es bereits gesagt hattet. Sonne auf euren Schuppen, meine Freundin. Hab Dank, schreitet in Asche. Und wenn ich weiter geradeaus hier gehe, kann ich dann da hier zum Aussichtspunkt? Oder ist das? Nee, da gehe ich noch nicht runter. Na, die Jute nimmt sie wahrscheinlich jetzt her, wa? Ah, doch nicht. Okay. Ich sehe da hinten Kupfer. Guten Tag. So, machen wir mal, wie wir es vorhin im Traum gesehen haben, ne? Schön hier beschwören und so. Ah, Balred. Schon wieder. Und Zornesflut auch. Beendet es. Und lasst mich frei.